Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder zurück aus der Pause mit dem dritten Spiel für heute Abend. Wir haben euch ja schon, also für alle, die dazugekommen sind, das Spiel, was jetzt folgt, ist das letzte Spiel des heutigen Abends. Wir hatten eigentlich noch ein Matchup, das aber leider heute Abend aus terminlichen Gründen ausfällt. Und jetzt als letztes sehen wir Carnivora gegen Experience. Und wir haben gerade eben in der Pause schon ganz ein bisschen über dieses Matchup gesprochen. Und du hast mir ganz interessante Informationen weitergereicht. Es gibt hier nämlich schon auch interessante statistische Geschichten. Bruce, erzähl doch mal, was da auf uns zukommt und warum das für welches Team interessant ist. Korrekt, also für XP geht es hier um nicht mehr so viel. Sie haben 23 Punkte und der nächste Platz, sie stehen auf Platz 3 und der nächste Platz wäre Platz 2 mit E-Wave. Über E-Wave hatten wir auch gerade schon gesprochen. Sie sind aber, es ist der letzte Spieltag, das heißt, sie sind nicht mehr erreichbar, weil E-Wave hat 32 Punkte und mit 23 plus 3, glaube ich, kann jeder sich das ausrechnen, dass das nicht mehr möglich ist. Aber für Carnivora kann sich das hier durchaus noch lohnen, denn sie stehen auf Platz 5 mit 16 Punkten und über ihnen auf Platz 4, also der Verbleib in der Liga quasi, ist Ares mit 19 Punkten. Und wenn Carnivora hier gewinnt und sie müssen, ganz wichtig, mit mindestens 2 Runden Unterschied gewinnen, nicht in der Overtime, um auf Platz 4 zu kommen. Denn damit hätten sie 3 Punkte und die Round-Differenz ist aktuell auf Ares-Seiten minus 3 und bei Carnivora minus 5 und bei M75 wären 2 dazu, also auch nur noch minus 3. Und das generelle Round-Standing ist aber bei Carnivora besser. Das heißt, sie würden dann Ares sogar vom Platz stoßen können. Was natürlich immer auch noch, also das ist, es laufen ja parallel auch noch Matches und die können natürlich den Jungs auch nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Natürlich. Also wenn Ares Gaming heute das Matchup gegen Experience gewinnen sollte, dann ist das natürlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Möglichkeit, die besteht für Carnivora. Richtig. Und Victory hat ihre Möglichkeit, Foreign 5 hat seine Möglichkeit heute schon genutzt, genauso wie Victory ihre Möglichkeiten heute schon genutzt haben. Für Foreign 5 war es natürlich mehr oder weniger eine wichtige Möglichkeit. Sie wären ja auch auf Platz 2 gewesen. Demzufolge sind sie auf Platz 1 und können das gut abschließen. Und auch für Carnivora ist es halt der entscheidende Faktor, auch für Victory war es der entscheidende Faktor, auf Platz 4 zu bleiben und diesen zu sichern, um den Liga-Verbleib zu machen. Und da ist Carnivora sicherlich auch gewillt. Und wenn sie drücken, sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen Blue Jays die Daumen drücken, dass die gegen Ares gewinnen, damit sie eben an Ares vorbeiziehen können. Sollte Ares natürlich gewinnen gegen Blue Jays, ist das Ganze natürlich auch wieder hinfällig. So, wir können jetzt direkt auch nochmal kurz über den Mappern reden. Ja, es ist natürlich immer wichtig, welche Map wir letztendlich irgendwie sehen. Und wir sehen jetzt wieder Theme Park. Und ich bin überrascht, weil Theme Park ist eine Map, die wir echt nicht viel gesehen haben in den letzten Wochen. Aber das ist natürlich dann auch eine Map, die prädestiniert dafür ist, sie eben in den letzten Spielen halt noch zu nutzen, weil die Teams einander auf diesen Maps noch nicht kennen. Das ist natürlich auch immer ein Gamble, weil du spielst gegen Strategien, die du eventuell nicht auf Kasse hast, also die du nicht gesehen hast, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch Sachen zeigen, die dir nicht oder die gegnerischen Teams nicht wissen. Also Correct. Es ist so ein bisschen ein Überraschungspaket für beide Teams. Beide Teams gehen so ein ganz kleines bisschen hier rein und wissen nicht, was sie erwartet. Nichtsdestotrotz, Carnivora war jetzt heute das Team, das tatsächlich die Map gepickt hat. Also sie haben vorher Café gebannt. Das heißt, es ist ihre Entscheidung gewesen, auf Theme Park zu gehen. Experience hätte sich für beide Maps entschieden. Oder das beides war für sie in Ordnung. Es sei denn, sie hätten irgendeinen Gamble eingegangen. Und ja, es ist wieder Theme Park. Also wie wir heute schon mal gesagt haben, es ist eine sehr interessante Map. Es kann super viel passieren. Und sie ist noch nicht in jeder Richtung irgendwie ausgelutscht. Deswegen hoffe ich mal, dass wir ein aufregendes Spiel sehen natürlich. Und wir haben es ja gerade in den Match davor schon gesehen, dass eben viele Teams auch noch Probleme haben, die Map auch richtig, vor allen Dingen anzugreifen, weil viel wird sich darum bemüht, über eine Seite anzukommen und das ist eben nicht der richtige Faktor. Du musst Team Park mindestens von 2 Seiten, zumindest im Midgame, mit angreifen, sonst wird das nichts. Und wir sehen als ersten Bann Thatcher, das haben wir vorhin schon oder heute den ganzen Abend gesagt. Thatcher, wie gesagt, ist ein valider Bann, kann man mit rausnehmen. Ace ist für mich auch ein sehr nachvollziehbarer Bann, den hätte ich auch im ersten Match schon so ein bisschen erwartet. Denn alleine bei generell jeder Spot hat mindestens eine Wall, die wichtig ist für dich aufzubreachen. Und mit dem Ace wissen wir alle ganz genau, kann man halt eben sehr gut breachen und auch sehr einfach breachen. Und den da rauszunehmen und quasi zu forcen, dass man da andere Operator nehmen muss, macht die ganze Sache ein bisschen schwerer. Die Verteidiger, die rausgenommen sind, was hältst du von den beiden? Mira ist okay, ist vor allem im oberen Stockwerk jemand, der dir ganz schön auf die Nerven gehen kann. Unten finde ich ihn nicht ganz so stark, das hatten wir auch eben angesprochen, wir sehen oft häufig unten Turtle-Strategien. Und Vamai ist meines Erachtens nach, genau wie Jäger, auch immer noch ein valider Bann, solange man halt eben auch
auf diese Bands spielt. Also zumindest Nades sollten fliegen. Gibt dann natürlich noch andere, viele andere Sachen, die dann kommen können. Smokes, wir haben über Ying und Glass letzte Runde gesprochen. Wir wissen aber zum Beispiel, dass Carnivora auch hin und wieder gerne mal einen Glass auspackt. Zumindest habe ich das von denen schon gesehen. Bei Matze, genau. Genau, hat ein starkes Glassplay gezogen auf Villa an meinem ersten Cast-Tag. Das wird mir wahrscheinlich mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Und was das für ein Spiel war. Ja, und ich sehe es halt einfach super gerne. Deswegen, vielleicht kommt sowas mal überraschungstechnisch. Aber ein Vermeid ist natürlich auch super stark, um zum Beispiel in Trophy die Wände zu halten. Also wenn du keinen Maverick dabei hast, der jetzt dabei ist, aber auch der hat Granaten dabei, dann sieht man oft, dass man halt eben Utility über diese Wände drüber wirft, weil die sind meistens sowieso offen, weil da viel mit Contact-Granaten gespielt wird, also Contact-Tricks. Und wenn du dann natürlich Granaten oben drüber wirfst und da ist ein Vamai-Magnet oder ein ADS, dann fängt das die Utility natürlich ab. Und deshalb Vamai ein verständlicher Bann. Natürlich möchten uns die Teams aber wie immer denyen und die spielen nicht am Anfang Thron, sondern entscheiden sich hier für Drug Lab. Den Spot sieht man nicht so häufig, aber also zumindest im Comp sieht man ihn gelegentlich mal in Ranked. Die meisten von euch spielen ja auch ein bisschen Ranked, da eher selten, aber im Comp sieht man ihn ziemlich nicht häufig, aber doch das eine oder andere Mal. Und was ich übrigens auch sehr entscheidend finde, wir hatten vorhin ja gesagt, wenn ein Thatcher draußen ist, bedient man sich meistens auch immer so ein bisschen dem Kaid, weil es halt ätzend ist, dagegen zu spielen. Diesmal ist er frei und er wird auch direkt gepickt, genauso wie Vamai ist draußen. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel einen Capitao erwartet, weil man den hier auf Teampack eigentlich auch sehr, sehr gut einsetzen kann und benutzen kann. Wurde aber bis jetzt noch nicht gepickt, dafür aber ein Montagne, den wir vorhin schon gesehen haben, der sehr viel Impact machen kann. Und ich bin gespannt, wie Carnivora sich jetzt einen Plan gemacht hat, um eben Drug Lab anzugreifen, weil das ist halt kein standardmäßiger Spot, den du relativ häufig anspielst, sondern schon ein sehr besonderer Spot. Und da gilt es, einmal den Topfloor mit einzunehmen und eben dann auch über die Arcade Stairs etc. einen guten Engel zu halten, damit du da auf den Spot gut runterkommen kannst, weil du hast ja, du hast schwierige Engel, um auf den Spot generell raufzukommen. Und man sieht ja auch hier, man verteidigt das von Thron mit. Das heißt, das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen schwieriger, da ein bisschen breiter horizontal anzugreifen. Ja, es ist definitiv, finde ich, bei dieser Zeit funktioniert dieser Trick so ein kleines bisschen. Wir fangen hier mal an und haben dann als als Carnivora jetzt das Problem, hey, wie greifen wir das eigentlich an, weil das machen wir nicht so oft. Und vielleicht haben sie keine besonders gute Strategie, müssen das jetzt so quasi in diesen 3 Minuten, die ihnen zur Verfügung stehen, um halt die Runde zu gewinnen oder halt zumindest anzuspielen, müssen sie sich jetzt so eine Strategie überlegen. Und man tastet sich hier so langsam über die Ostseite des Gebäudes vor, über die Südseite, Entschuldigung. Man ist schon in Waiting, man ist schon eben über der Side quasi, über Barrels unterwegs und man macht hier auch schon die Hatches auf, diese Split-Rotation. Wir haben gerade gesehen, Throne wird massiv gehalten, das heißt, diese Hatch aufzumachen ist natürlich stark. Man kann da von oben runter gucken und eben Blue oder Split, je nachdem, wie man es callen will, komplett halten und das ist eine Position, das spielt der Jäger gerade und da werden auch Verteidiger, die in Throne sind, natürlich eventuell durchrotieren. Deswegen das definitiv schon mal der richtige Call. Aber auch generell von oben anspielen ist hier eine gute Idee, weil der gesamte Boden über Drug ist breachable, das heißt, man kann da vertikal viel machen. Ob man jetzt mit der Ash oder der Sophia da den Boden aufmacht, ist grundsätzlich egal. Man zwingt halt die Verteidiger dazu zu rotieren. In der Zwischenzeit Toxic Bay mit dem Opening gegen Casual, Matze mit dem Kill gegen Toxic Bay. Das heißt, auch hier wieder schöne Operatoren-Ausgleich, 4-4. 50 Sekunden sind noch zu spielen. Und Simple verliert da einiges an HP, hat dann einen Gunfight, den er fast verliert, kann sich aber dann noch retten. Und Triplet spielt immer noch Split, das ist eine interessante Position. Pits mit dem Kill gegen Simple Elite, Terminator mit dem Kill gegen Pits, also auch hier wieder ein Operator-Trade. Der Smoke fällt onside, Oro fällt gegen Gingy und damit ist der Diffuser in Drugs, wird geplantet. Matze hier mit dem Koffer in der Hand und der Plant scheint durchzugehen. Und jetzt ist das natürlich Post-Plant-Situation sehr schwierig für Experience, das zu halten. Da in dem Drug-Window, man hat relativ wenig Optionen tatsächlich für einen Runout. Also man kann es über das Badezimmerfenster versuchen, aber das ist nicht ganz so gut, weil man dazwischen relativ schnell aufgedeckt wird. Terminator jetzt aber mit dem Opening-Kill gegen Matze, damit der erste Angreifer, den sie rausnehmen müssen, draußen. Und jetzt hat man eigentlich die Situation, man kann mit 2 Personen halt eben arbeiten, wenn man das gut macht. Man sieht da auch, dass die Granate gezogen wird, zieht sich wieder zurück. Also man ist ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, das hier gerade stattfindet. In der Zwischenzeit Triplet injured und Ice mit dem Kill gegen Gingy mit dem Kill gegen Terminator und damit erste Runde für Carnivora. Und das haben sie sehr, sehr gut runtergespielt. Und für mich sah es nicht so aus, als wären sie hilflos gewesen mit dem, was sie da erwartet hat. Also die Tatsache, dass sie da die Hatch aufmachen und wie sie systematisch gegen diese Side vorgegangen sind, hat mir eher das Gefühl gegeben, dass sie des Öfteren schon mal die Side angreifen müssen und zumindest eine Idee haben, was sie machen müssen, um da erfolgreich zu sein.
Genau. Andersrum muss man auch sagen, XP hat sich eine sehr gute Variante ausgesucht. Das Problem ist aber halt genau das, da, warum man den Spot halt nicht so häufig spielt. Wenn du, wenn deine Onside-Operator, und du hast halt sehr viele Möglichkeiten, auch schnell Onside zu kommen durch die Windows, eben durch, ich glaube, Kicker-Window. Wie nennt man den Spot denn noch? Ich habe das ver. Drugs? Ist das Drugs? Ja, spielst du so. Es ist, glaube ich, Stimmt, Drug das Storage. andere ist Lab, ne? Ja, genau. Das Window bei Drugs und eben das Window bei Bathroom kannst du halt schnell, wenn du das richtig aufgebaut hast, auch da den Spot schnell entern. Und wenn du da den richtigen Operator, wie in dem Fall den Smoke, weg hast und die anderen sehr breit aufgestellt sind und nicht auf dem Spot sind, hast du das Problem, wenn denn die Attacker das gut halten, dass du dann sehr große Probleme hast, um auf den Spot zu kommen. Genau das hat Carnivora hier eben auch gemacht. Man hat sich langsam aufgebaut, man hat geguckt, hat sich sehr viel Intel geholt, hat geguckt, wo man steht, hat eben auch Thron angegriffen, um diese Flankposition beziehungsweise diese etwas nervige Position, die dir auch in den Rücken fallen kann, eben rauszunehmen beziehungsweise die Leute dort rauszudrücken, und ist dann umrotiert und ist dann über Barfum auf den Spot gekommen, auf Drug, und hat dann auch, wie gesagt, den Smoke da rausbekommen, ist auf den Plant gegangen, auf eine sehr gute Position, hat sich da gecovert und ist dann auch sehr schön von draußen gehalten. Und was mir ganz super gut gefallen hatte von Jingyi, dass er da auch halt die Nate nicht sofort, sondern gewartet hat und die Nate dann reingeflutscht hat, um das Ganze auch nochmal ein bisschen zu delayen. Jäger musste wegrotieren und ist durch seine Rotation in Drug Lab gefragt worden von oben, glaube ich, von Icy, der da noch oben stand. Also es war sehr gut gespielt von Carnivora. Jetzt entscheidet man sich hier auf Thron. Das ist so ein bisschen mehr der Default-Spot. Wir hatten ja schon mal gesagt, eigentlich, oder oft fängt man auf Thron an. In letzter Zeit wurde das dann so gemacht, dass man doch eher oben angefangen hat, um immer eine bestimmte Rotation reinzukriegen, wer wie wo wann anfängt. Das C4, das könnte... Ah, nee, das ist weit weg. Da ist der gute Matze schon schnell wieder weg. Ja, man hat sich jetzt für Thron entschieden und ich bin gespannt, ob man hier das gleiche machen wird wie im Match davor, ob man da eher auf den Yellow Breach gehen möchte. Auf jeden Fall möchte man erstmal oben clearen, was ich immer für gut halte, weil du eben auch die ganze Utility da rauskriegst. Und ob man dann letztendlich für Barrel und Maintenance oder eben für den Yellow Breach gehen möchte. Das ist tatsächlich die Frage, und wie du schon richtig sagst, oben anspielen ist wichtig, aber vor allem ist das wichtig, wenn du halt versuchst, auf Yellow zu gehen, weil dann bringt dir das Vertikal tatsächlich was. Ansonsten wäre es theoretisch genug, oben Dragon und Control einzunehmen, um halt eben eine Rotation zu cutten, weil die Angreifer können dir, wenn du über Maintenance gehst, halt auch nur darüber gefährlich werden. Man entscheidet sich aber dazu, hier Office komplett zu clearen, zumindest wird es gerade komplett gedroht, und auch operator-technisch sind viele Leute dabei, die versuchen, über das Badezimmer Richtung Office zu pushen. Die Castle Ball geht auf, dann ist der Sledge leider mit dem Hammer in der Hand, ist die falsche Waffe für auf Distanz. Triple mit dem Kill gegen Matze. Und ja, damit verliert man den ersten wichtigen Operator, um vertikal zu spielen, nämlich den Sledge. Man hat nur Sophia und eine Ashe dabei, das heißt, Utility ist theoretisch noch vorhanden, um da was zu machen. Toxic Bake hier mit einem ganz toxischen Bullet Hole, macht sich hier seinem Namen alle Ehre. Und diese Tür abzuaimen von da, dass, wenn er nicht gedroht wurde und da ein Ping kommt, dann gewinnt er den Gunfight wahrscheinlich. Pitz in der Zwischenzeit mit dem Kill gegen Terminator, Traveler mit dem Kill gegen It's Me Casual. Und damit ist Carnivora relativ dezimiert, was die Operator-Anzahl angeht. Pitz ist auch so gut wie down, hat noch ein ganz kleines Fitzelchen Leben auf der Healthbar. Also auch den muss man quasi nur noch anpusten, oder er atmet ein bisschen was von der Smoke-Granate ein. Der Smoke ist aber diesmal nicht dabei. Und wir haben auch nur noch 40 Sekunden und sie haben noch nicht mal geschafft, sich irgendwie auf den Spot überhaupt vorzubereiten. Sie sind zwar oben mittlerweile drin, haben auf Kosten von sehr vielen Operatoren und eben auch auf Kosten von sehr viel Livebar, aber eben noch nicht mal ansatzweise am Spot dran, außer dass man jetzt hier noch an der Hedge vom T-Split ist, aber das wird höchstwahrscheinlich abgeaimt werden, beziehungsweise eigentlich ist es immer ziemlich schwierig, da überhaupt zu droppen. Das wird auch direkt bestraft von Triple, der da einen Double Kill zieht mit Simple, mit dem letzten Kill. Da hat man einfach zu viel Zeit verschwendet, oben anzugreifen, zu viele Operator verloren, um da richtig wirken zu können. Und dann letztendlich ist man dann gezwungen, tatsächlich über diesen einzigen Bottleneck, und das ist diese Hedge, die du hast, überhaupt zu gehen. Und das hört natürlich jeder Verteidiger, der da on-spot steht, dass da einer droppt. Und wenn da sogar zwei droppt, ist das wie zwei Elefanten, die auf dem Boden sitzen. Da braucht man dann bloß noch gegenpicken und sich quasi die Free Kills abholen, weil wenn du da droppst, stehst du ja nicht in Sicherheit. Du musst dann entweder nach vorne laufen Richtung Thron oder nach hinten laufen Richtung anderen Spot, und da läufst du zwangsläufig in eine Waffe von dem Verteidiger rein. Und das war ja sehr gut runtergespielt von XP. Oben sehr viel Zeit gekauft, gut dagegen gespielt und die Jungs von Carnivora da rausgenommen und dann gut auch runter rotiert und sich unten auf dem Spot gut positioniert, um eben zu warten, bis da der Drop kam. Muss ich halt Gedanken darüber machen, was man tun möchte. Und
dann schauen, ob die Verteidigung einem da einen Strich durch die Rechnung machen kann oder ob man da relativ freie Hand hat. Und auf Yellow zu gehen, war hier definitiv die Aufgabe mit den meisten Problemen. Und vielleicht hätte man als Carnivora sich dafür entscheiden sollen, eben zu schauen, dass man auf andere, auf Barrels zum Beispiel geht und einfach nur die Räume oben drüber hält. Das kann man ja auch von außen machen im Notfall. Und das wäre vielleicht der bessere Call, weil, wie du schon gesagt hast, sie haben sehr viel Zeit verloren. Das hat ihnen im Endeffekt die Runde gekostet. Experience jetzt in Kids und Dorms. Oder Bank und Kids. Und ja, das ist eine Site, die man eigentlich genau wie Office und... Also wie Office auch das gesamte Stockwerk verteidigt. Und wir sehen das ja hier auch gerade, dass Legion halt schon die Office Walls reinforced Richtung Cache. Und wir sehen das recht häufig, vor allem um Zeit rauszuholen. Genau. Man versucht hier als Experience halt natürlich so viele Drohnen wie möglich, wie wir das auch in der Map vorher schon gesehen haben. Man versucht viele Drohnen rauszuholen in Cache. Man versucht sich hier und da mal ein bisschen zu zeigen. Auf dem Cache Hallway, das was Timinator jetzt macht. Vielleicht da auch einen Kill zu ziehen, in dem besten Fall. Aber was man... Und Traplet eröffnet hier auch direkt, Eis rausgenommen, Ash weg. Das ist wichtig im Verlauf der Runde. Wird auch das noch Monty sehr, sehr stark. Hat sehr viel Damage genommen. Ja, definitiv. Ich glaube, der ist da auch irgendwie reingelaufen in den Bullet Spray. Ja, ich glaube auch. Oh, schöner Versuch hier von Mute gegen den Monty, also Casual, der so wenig Leben hat, wäre hier auch gerade fast gefallen. Aber man zieht sich hier als Experience sehr schön zurück, in Initiation zurück. Und auch im Cash hat man nicht mehr so viel Präsenz. Also man macht genau das, was man tun soll. Eine Minute ist jetzt rum. Man hat auf Seiten von Carnivora zwar noch einiges an Drohnen zur Verfügung, aber ein Operator fehlt schon mal, der drohen kann. Also in Summe sind es noch genug für die Runde, aber die Zeit läuft halt langsam Stück für Stück ab. Finde ich übrigens auch dann in der neuen Season interessant, wenn dann eben die Spieler, die rausgenommen wurden, quasi auch dann die Gadgets bedienen können. Das ist ja jetzt aktuell noch nicht so, aber in Zukunft wird es ja dann so sein, die noch vorhanden sind, zum Beispiel mal Astrocamps etc. Auch das wird, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr interessanter und spannender Change, den Ubisoft uns da zur Verfügung stellt. Weil so sind auch tote Spieler dann quasi viel nutzbarer. Und Monty, wir haben vorhin übrigens auch gesehen, Monty kann sehr, sehr viel Impact machen, wenn er das gut ausspielt. Aber ein Monty, der ja nur noch 10 HP ungefähr auf der Livebar hat, der spielt viel vorsichtiger und eben nicht mehr so aggressiv. Ich glaube, wenn er da von Anfang an ein bisschen mehr Life hätte, würde er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vorpressern. Jingy da mit dem späten Refrag nach 2 Minuten an Triple. Und Matze nimmt sich da Terminator raus, aber Toxic Bake nimmt sich Matze raus. Also haben wir auch wieder die Ausgleichssituation. Damit ist auch Toxic Bake gefallen von Pits. Und wir haben immer noch 3 Operator auf Seiten von Carnivora und 2 Operator. 1 Operator auf Seiten von XP, denn auch Jingy nimmt sich Simple raus. Damit ist nur noch der Goyo am Leben und ein Lowlife Monty, der, glaube ich, jetzt sogar die Goomin geschluckt hat. Der Plant wird jetzt quasi initiiert und das C4 ist viel zu kurz. Das kommt da nicht mal im Ansatz an, dass man hätte Maverick da ziehen können. Und jetzt hat es auch ziemlich schwer, weil auch Monty faced ihn da gerade noch so ein bisschen gegen. Aber man hat auch die Information, wo alle stehen. Also Oro weiß durch die Red Pings, wo jetzt alle sind. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für ihn jetzt runterzuspielen, da wir einen in Initiation haben, der durch den Breach abaimt. Der Monty, der die ganze Zeit callen kann, wo Oro hier rumschlawinert. Und sehr gut gemacht von Oro da mit seinem eigenen Schild, den Monty da auch noch mal rauszunehmen. Auch die Goyo-Schilder bekommen übrigens einen Rework. Ich weiß nicht, ob er die Maverick da close um Ecke auf den Schirm hat. Hat er stark nochmal den Frag genommen. Jetzt wird er aber gleich in die Vision von Ivana gehen, die dann Long Angle hat. Die muss jetzt einfach nur noch rumziehen. Wow, Oro Dodge ist aber auch nochmal ganz stark. Aber letztendlich kann Pitt sich da auch noch Oro ziehen. Das war dann leider am Ende einer zu viel. Wenn es noch 2 gewesen wären, hätte er das sehr stark runtergespielt. Hier war, wie gesagt, Pitt der eine Operator zu viel, der dann noch übrig geblieben ist. Und das ist die nächste Runde für Carnivora. Und das war sehr schön angespielt von Carnivora. Ein bisschen holprig am Anfang mit dem Opening Frag und mit dem Monty. Mhm. Aber ansonsten hat man sich die Area schön gecleared und ist gut auf den Spot gekommen. Stark runter und man ist dann auch nochmal schön rotiert. Halt ja. Richtung Café. Also auch da die Sophia nochmal 2 Concussions reingehauen und damit ein bisschen Präsenz gezeigt. Und wir haben gesehen, dass die Leute auf den Yellow Stairs dann so ein bisschen vorsichtiger waren, was halt das Café anging. Und ich meine, es gab da auch so einen kleinen Austausch, was die Spieleranzahl angeht. Also da ist dann Matze, hat einen Kill gemacht an dem Mute war es, glaube ich, und dann aber den Refrag direkt gezogen worden, halt eben auf Matze. Das heißt, auch da gab es halt eben noch ein bisschen Keilerei im Café. Nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, und wir haben das heute schon oft erwähnt und auch oft schon gesehen, dass es zum Problem werden kann, wenn du halt eben nicht nochmal rotierst und von der anderen Seite kommst, weil sich alle auf einen gewissen Eingang fokussieren. Und im Endeffekt
Schön runtergespielt von Canivero. Ja, Canivora. Und das, also ich fand das Outplay von Oro an, dem, ja. an Casual fand ich sehr, sehr stark. Wie er halt einfach mit diesem Vorpushen den Monty gezwungen hat, immer weiter zurückzusehen. Und es gab so einen Punkt, da hat man wirklich gesehen, dass er ihn Richtung Schild treiben wollte. Ja. Und das hat er sehr gut gemacht. Witzig, dass er den Kill da gekriegt hat, den zweiten Kill auf dem Maverick stark, aber dann halt den letzten nicht bekommen und da war die Zeit halt auch einfach zu knapp. Das ist halt auch, Postplant zieht Monty halt unfassbar viel Zeit, weil den musst du halt im besten Fall irgendwie rauskriegen und das dauert einfach. Du musst den ja in eine Situation bringen, in der du halt irgendwie einen Fuß siehst oder den genau. dazu zwingst, blöd zu rotieren, weil du auf der einen Seite antäuschst oder so und das dauert halt alles unglaublich viel Zeit und dann wird es halt in den letzten Sekunden schwierig. Und wie wir alle wissen, spielt die Zeit gegen dich, sobald als Verteidiger, sobald der Diffuser halt auf dem Boden liegt. Und man geht jetzt hier wieder als Experience runter in Lab Storage. Und die Frage ist einfach, ist das der richtige Call oder nicht? Für mich persönlich, ich finde es immer gut, wenn Teams versuchen, Offsides zu spielen. Aber Storage und Labs hat so ein kleines bisschen für mich diesen faden Beigeschmack von einem Raum mit einem Fenster nach außen. Ja. In der Rainbow Six Siege-Historie hat sich immer gezeigt, dass erstmal Sites, die natürlich auch Wände nach außen haben, immer super schwierig zu verteidigen sind. Aber da kannst du wenigstens irgendwie mit einem Bandit-Trick noch was machen und Utility einsetzen, um Zeit für dich zu gewinnen. Aber wir haben es gerade gesehen, so ein Fenster, das geht direkt auf und schon hast du halt auch eine Möglichkeit, von draußen eine Rotation zu cutten. Das heißt, die Hibana, die jetzt vor dem Storage-Window ist, die hat einfach eine starke Position und zwingt Spieler von Experience in gewisse Positionen. Oro piekt da hier immer wieder das Fenster mal und nutzt halt auch Utility, um Vision zu nehmen. Aber solange Pitz da vor dem Fenster steht, kann sich Oro eigentlich auf nichts anderes konzentrieren. Und in der Zwischenzeit wird Canivora im zweiten Stockwerk oben dasselbe machen, was sie eben gemacht haben, nämlich einmal Meta machen natürlich, Kontrolle nehmen über Café zum Beispiel. Mats ist jetzt auch hier eben injured, der hat so ein bisschen Bullets von Triplet bestimmt abbekommen da. Also da war der erste Kontakt. Aber nichtsdestotrotz, da geht die Decke auf, da guckt man durch die Fenster rein und deswegen hat man auf dieser Seite halt sehr, sehr früh Kontrolle als Angreifer. Und das kann im Verlauf der Runde noch ein bisschen zum Verhängnis werden. Richtig. Und vor allen Dingen, Pitz hat an dem Window nicht nur Druck gemacht, sondern hat auch schon zwei Smoke-Granaten rausgebettet und das nach einer Minute. Das heißt, am Ende, das wird auch gecallt worden sein, am Ende wird nur noch eine Smoke da sein und das wird man auf dem Schirm haben. Und das ist natürlich auch schon sehr nett, wenn du das auf dem Schirm hast. Oro konnte auch nicht zurückrotieren, weil eben Eis oben an der Rotation steht und das die ganze Zeit abhält. Er muss in Drug drinnen bleiben, kann sich nicht in Waffen reinwagen. Eis nimmt sich da Oro jetzt raus, weil er sich eben in den Barfum reingewackt hat. Ich habe es gerade angesprochen, dass das von oben hält. Und sobald er rotiert, wird er da von oben rausgenommen. Und Eis bestätigt es dann auch in dem Moment Oro damit raus. Aber Terminator ist da auch noch drin. Wenn er jetzt nicht wegrotiert. Nee, der steht noch im Barfum am Window und wartet da quasi und wird jetzt auch den Call bekommen haben, dass Eis von oben anspielt. Der ist jetzt aber wegrotiert, denn die Zeit tickt natürlich runter und man muss irgendwann unten den Spot anspielen. Terminator nimmt sich da aber jetzt Pitz raus, der wahrscheinlich durchs Fenster reingevoltet ist. Auch Monty ist jetzt raus. Damit nur noch 1:4 Situation für XP und Toxic Babe mit dem letzten Kill an Eis. Und damit haben sie die Zeit diesmal geklärt und gewonnen. Weil man sich aber auch ein bisschen entschieden hat, anders anzugreifen als wie vorher. Gerade im letzten Moment, ich dachte gerade, die Shotgun hätte den letzten Kill geholt, aber war dann doch den Toxic Babe noch, der den letzten Kill gemacht hat. Wie du schon sagst, man hat das diesmal hat man es auch gut gemacht. Gut verteidigt auf jeden Fall. Die Zeit bringt sehr viele Nachteile mit sich. Es ist halt nun mal einfach so, aber trotzdem sehr gut gemacht eben von Experience. Also die jetzt auf das eigene Konto zu schreiben, das macht natürlich, macht dir andere Runden leichter. Die bringt dir normalerweise ja einen kleinen Vorteil, die Offside. Ich finde, auf dieser Map ist es nicht ganz so extrem, weil es halt nicht so eine Geht-nicht-Offside gibt, wie zum Beispiel auf Clubhaus. Ja, da haben wir zum Beispiel Bar, das spielt man nicht, das hat letztens jemand versucht, da hat er auch echt die Packung für bekommen. Ja. Das heißt, hier gibt es halt drei Sites, die man absolut spielen kann, die top zu verteidigen sind. Deswegen ist es immer so ein bisschen, also du gewinnst im Prinzip statistisch gesehen jetzt erstmal nichts, weil du die schlechteste Site irgendwie gewinnst. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder wie ich das meine? Weil du halt die anderen drei ja trotzdem, also du statistisch gesehen hast du keinen Vorteil dadurch. Nichtsdestotrotz ist das natürlich gut gespielt und wenn du dich da wohlfühlst, dann kann man das gerne machen. Und wir sind ja, wie gesagt, auch in einem Status, gerade bei Theme Park, dass man solche Sachen eben auch noch ausprobieren kann und damit auch überraschen kann, wenn man gewisse Strategien an den Tag bringt. Richtig. Und man haben jetzt gerade in der zweiten Runde hat Canivora mal was anderes versucht, hat versucht eben die andere Seite zu bespielen mit der Montagne.
Und da waren halt einfach Engel auf, von denen sie nichts wussten. Vielleicht haben sie es in den letzten Sekunden nicht geschafft, das noch gut auszudrohen. Und das ist ihnen dann zum Verhängnis geworden. Und deshalb steht es hier 2-2. Und wie an jedem Spiel des heutigen Spieltages ist es immer ein Hin und Her und irgendwie immer spannend und knapp. Ist das nicht schön? Also ich finde das sehr schön, weil wir hatten ja auch schon ab und zu mal gesehen, dass es Überfahrten gibt. Und das ist einfach auch langweilig. Weil man die Teams damit jetzt schlecht reden möchte oder so, aber es ist halt einfach langweilig, wenn man sieht zum Beispiel ein Team, was jeder kennt und wovon wir auch fasziniert sind, was einfach eine schlechte Tagesform hat, wo man so viel mehr erwartet und dann keine Leistung überbringt, das macht nicht so einen Spaß auch zu sehen, aber Teams, die sich dann hier nichts schenken, was knapp für knapp ist und jede Runde, wo man nicht weiß, wie es ausgehen kann, weil es eben beide Teams wissen, wie sie den Spot anzuspielen haben, wie die Map funktioniert, was so Prioritäten zu setzen sind zum Beispiel, dass Carnivora eben auch umrotiert, um eben nochmal Druck von beiden Seiten zu machen oder eben XP, die hier einfach auch off-spot spielen, um nochmal den Attackern quasi eine ganz andere Attack aufzuzwingen, nicht ihre Komfortzone, weil es ist ja auch für die Attacker eine Komfortzone, eine Site anzuspielen, die du schon zigtausendmal angespielt hast, aber eine Site, die du nicht so oft anspielst, selbst wenn du es weißt, ist schwierig für dich. Und aus dieser Komfortzone rauszulocken, ist natürlich immer ganz einfach. In der aktuellen Runde ist übrigens schon 1 Minute 20 rum, aber es ist noch nicht viel passiert, außer dass Toxic Back und Terminator ein bisschen Damage kassiert haben. Der Spot ist wieder Thron unten. Ja, und man entscheidet sich auch hier wieder auf einen Yellow Bleach, wenn ich das... Nee, auf einen... Da springt Terminator raus durch das Window und konnte sich da... Wen hat er? Als Casual konnte er sich da rausziehen. Ginny mit dem Refrag aber, weil Terminator ja irgendwann auch wieder reinspringen muss. Aber man ist hier immer noch nicht auf den Spot gekommen. Und vorhin sah das halt ganz anders aus, dass man oben sehr viel vertikale Kontrolle hatte, aber dann eben diesen Zeitpunkt verpasst hatte, auf den Spot zu kommen. Jetzt baut man sich aber auch gut auf den Spot auf. Also das Zeitmanagement von Carnivora sieht jetzt zumindest wieder ein bisschen besser aus. Aber du spielst ja immer noch gegen Alda. Matze nimmt sich Triple raus, damit ist auch der Jäger raus, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, auf dem Spot ist halt immer noch die Alda und auch die Maestro Gadgets später für den Plan sind nochmal ganz wichtig, auch Pitz muss hier schon einiges an Damage einstecken und eben auch der Castle, der im Crossfire da steht und da kommt die Alda eben zum Vorstein, Eis wird hier rausgenommen von der Alda, Oro musste hier aber auch ordentlich damit einstecken, Pitz hat auch nur noch ungefähr 25 HP auf der Livebar, Matze noch ein bisschen mehr, aber du musst hier halt gegen die beiden Cross-Engel spielen und auch der Castle, der hat hier einen Long Engel mit drauf. Und guck dir das Positioning an. Sie können sich beide gegenseitig covern, warten eigentlich wahrscheinlich, bis da irgendwann der Drop kommt. Der ist jetzt auch gekommen. Da piekt man von der einen Seite gegen, Toxic Break von der anderen Seite, nimmt sich beide aus dem Split raus und ist wieder das gleiche wie vorhin. Man droppt die Hedge und da ist man eigentlich auf verlorenen Posten, wenn du keinen Breach aufbekommst. Du musst eine Hedge droppen und du musst dich dann entscheiden, auch zu irgendeiner Seite zu gehen. Und wenn auf einer Seite jemand steht, dann muss der nur gegen dich schießen, sodass du dich nicht in die Tür rein traust, so kann der andere von der anderen Seite rumgucken und dich einfach umschießen. Ich fand den Aufbau persönlich, die Entscheidung für den Aufbau diesmal sehr richtig, dass man eben nicht gegen diesen harten Hold oben irgendwie anspielt, sondern dass man versucht, das Ganze vertikal anzugehen und halt eben ja, Bereiche hält, die wichtig sind. Also Top Dragon zum Beispiel oder Construction Control am Fenster. Dann hat man aber keine Information gehabt, was in Control tatsächlich los ist, weil da stand nämlich direkt ein Verteidiger am Fenster, der dann rausgesprungen ist und einen Kill gezogen hat. Und damit fehlt dir der Spieler, der oben ist. Und dann ist es wieder quasi runtergelaufen wie beim letzten Mal. Die Zeit spielt gegen dich, du musst irgendwann eine Entscheidung treffen und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als Split zu droppen. Und das ist natürlich von allen Möglichkeiten die schlechteste, aber nur mal das Einzige, was jetzt gerade noch zur Verfügung stand. Na klar. Und das heißt, eigentlich gut adaptiert auf die erste Runde. Nichtsdestotrotz dieses Wissen, was man gesammelt hat, nicht perfekt umgesetzt. Und damit die nächste Runde für Experience und 2-3. Aber auch, wir haben das eben schon mal erzählt, bei Maps, die eine gewisse Verteidigerlastigkeit aufweisen, ist jede Attacker-Runde, die du holst, wichtig. Carnivora darf eben nachher auch noch verteidigen, hat natürlich die Möglichkeit, mit jeder Runde, die sie hier holen, sich dann irgendwie wieder zurückzukämpfen. Also gerade der Rollswap auf solchen Maps ist halt einfach wahnsinnig wichtig und kann halt alles nochmal umdrehen. Und ich denke aber, also ich sehe die nächste Runde so ein ganz kleines bisschen bei Experience tatsächlich, die machen das meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen besser. Schöner Spawnfix-Versuch hier von Triplet, der mit einem Bullet Hole sich Informationen schnappt und dann einfach mal mit der linken Maustaste versucht, da irgendwen umzudrücken. Macht aber
gar keinen Damage. Außer, dass er ein bisschen Angreifer aufscheucht, ist das jetzt erstmal erfolglos gewesen. Aber das kann man natürlich auch machen, um so ein bisschen das Tempo rauszuholen. Wenn man sich jetzt natürlich auf Seiten von Carnivora, muss man vorsichtig sein, da war jemand unten in Gong, man versucht über diesen Balkon zu gehen. Also nicht, dass der eventuell im Nachhinein noch rausrotiert oder so. Matze jetzt hier in Cash, weiß, dass da jemand Top Dragon war. Die ersten Bullets gehen so Richtung Treppe, aber er trifft niemanden inzwischen, das C4 von unten. Auch das macht keinen Damage, das heißt, Carnivora kann sich hier bis zu Cash auf jeden Fall schon mal keine Gedanken, oder braucht sich keine Gedanken machen. Utility rausgebetet haben sie jede Menge. Quasi das C4 schon, und das wird ja im Laufe der Runde echt super stark. Also das definitiv schon mal für sie relativ gut. Man geht jetzt hier langsam vor Richtung Waiting. Die Concussions von der Sophia kommen auch raus. Das heißt, die Information, dass jemand in Waiting ist, die ist auf jeden Fall da. Tripod liegt hier auf dem Boden und hält eigentlich echt Spitzenengel Richtung Cash. Das ist gut, dass er da gerade nochmal wegrotiert, weil es wird jetzt hier auch in Control relativ gefährlich für ihn. In der Zwischenzeit Simple Elite mit dem Kill gegen Pitts. Damit Hibana weg. Heartbreacher immer an etwas, was du nicht verlieren möchtest auf Theme Park, aber nur mal letztes einfach leider so. Man hat noch einen Maverick und auch noch eine Ashe, Sophia und einen Sledge. Das heißt, man kann noch Maverick mit Maverick an der Wand arbeiten. Hat also hier eigentlich nicht viel verloren, außer natürlich einen Spieler und damit eine Gun, die natürlich super wichtig wird. Simple Elite jetzt mit dem nächsten Kill gegen Casual und damit der Sledge raus. Und Timinator hat ganz schön einstecken müssen, ist jetzt bei ca. 25 HP noch. Aber es ist noch, also es ist schon eine Menge passiert. Man hat sich gut vorgekämpft Richtung Office. Das ist ein freches Hole und schöner Klick da. Schöner Flick von Matze gegen Oro. Er selber geht im Prozess injured. Und dann fallen ganz viele Kills. Triplet mit dem Double Kill gegen Matze und Gingy. Ice mit dem Kill gegen Timinator. Und damit ist Ice ganz alleine draußen auf dem Cashback. Korrekt. Und von Anfang an von der Runde hat man hier mit zwei Leuten das ganze Fullstack von Carnivora aufgehalten. Terminator und Triple, die da im Office und im Waiting gespielt haben und immer mal wieder gegengepiekt haben, am Anfang noch ganz hier vorne in Cash, haben sich da ein bisschen zurückgezogen. Und diese beiden Spieler quasi, also Operator, haben verhindert, dass man überhaupt weitergekommen ist. Sie haben sich da die Zähne ausgebissen und mussten dann irgendwann trotzdem vorpushen. Ja, und das würde dann irgendwann zum Verhängnis, wenn du an den beiden Spielern nicht vorbeikommst, weil es ist halt auch ein Mute, der eine Shotgun hat. Er konnte da auch noch einen Frag ziehen. Oro ist damit auch, oder ist vorhin dann auch noch gefallen. Simple hat aber Long ausgeholfen, um eben seine beiden Teammates dazu zu unterstützen, dass die nämlich auch auf den Spot zurückzurotieren konnten. Terminator ist dann nach unten rotiert, um unten nochmal ein bisschen gegenzuspielen, wurde da aber von Icy dann gefragt. Da hätte er ruhig auch noch auf den Spot gehen können. Und jetzt muss Icy hier versuchen, alleine auf den Spot zu kommen. Das ist aber gegen drei Leute extrem schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir auch noch wissen, dass da wahrscheinlich auch noch Evil Eyes sind, die zwar nicht mal benutzt werden können, aber die den nötigen Input geben, genauso wie die Bulletproof Cam, die man da gerade nochmal schön leuchten sieht. Und das ist die nächste Runde für Experience. 4-2 Rollswap für Roadswap Molo, 4-2, weil wir uns das merken können, bekommen wir übrigens zweimal Teampark. Und ja, aber nichtsdestotrotz, vorhin stand es auch 2-4 und Victory hat sich letztendlich trotzdem den Sieg geholt, also aus einer schlechteren Position von den Runden her, noch immer noch das Beste gemacht. Und auch das ist für Carnivora jetzt drin, denn sie wechseln jetzt auch von der Attack in die Defense. Und erst, mir gefallen gleich zwei Operator an dieser Stelle, die ich da sehe, oder eigentlich sogar gleich vier Operator, die ich da sehe, sowohl eine Clash als wie auch eine Frost. Aber auch auf der Gegenseite, oh Mann, natürlich wird das wieder weggepickt, beide Schilder. Damit ist Clash und Monty auch schon wieder raus. Ich wollte gerade sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man dann auch eben nicht diesen Standard spielt. Und auch die Kali ist dabei. Die Kali vorhin in Form von Rico, glaube ich, der die gespielt hat, der da von Dynamic fast beim Hochrappeln rausgeschossen wurde, hatte nicht ganz so viel Impact mehr. Und ich hoffe einfach, dass die Kali jetzt noch ein bisschen mehr Impact hat. Weil ich finde, auch auf dieser Map, weil eben so viele Softwards sind und weil du eben so viele Long Angles spielst, finde ich es durchaus sinnvoll, mit einer Kali dagegen zu spielen. Wer ist prädestinierter, als wie eine Kali gegen Long Angle zu spielen? Ne? Dafür brauchst du natürlich auch ein gutes Movement. Und ich bin auch jetzt in der Runde gespannt, wie It's Me Casual die Frost ausspielen wird. Und eben Terminator auf der Kali. Wo der Entry Point sitzt. Und wie das ist. Und was mir auch aufgefallen ist, Molo übrigens, Millie, in den letzten Runden hat Carnivora eben nicht mehr die Varianz gezeigt in der Attack, dass sie sich dann auch noch mal ein bisschen gesplittet haben, sondern sie sind dann mehr im Stack geblieben und das ist nicht mehr von Erfolg gekrönt gewesen, ne? Ja, definitiv nicht. Es hat, aber Experience hat es auch wirklich sehr, sehr stark gespielt in der letzten Verteidigungsrunde. Sie haben auch wenig Raum für Fehler gelassen tatsächlich und das zeigt sich jetzt hier auch im Ergebnis. Und genau wie Experience in ihrer Defense auch, ist auch Carnivora relativ offensiv und die, ja, die Valkyrie ist da noch an dem Window. Sie hört wahrscheinlich, dass da jetzt jemand rappelt, aber das ist ein Angle, den man nicht unbedingt fighten muss. Zieht sich da wahrscheinlich zurück. Gehört hat man sie auf jeden Fall, dass sie da unterwegs ist. Also das wird jetzt hier ein ganz interessanter Austausch. Mal sehen, ob Simple Elite das gewinnen kann. Er verliert den Gunfight gegen Pitts, damit die Valkyrie, die einen Spawn Peak versucht hat, kriegt trotzdem ihren frühen Kill geschenkt, damit der Sledge raus.
Der ist natürlich immer wichtig, weil er Nades dabei hat und gerade in der jetzigen Zeit mit so vielen Schildern, auch der Goyo, den man hier natürlich gegen sich hat, ist ein Sledge mit Nades halt einfach ein Operator, den du nicht früh verlieren willst. Ist jetzt halt nur mal passiert. Abschreiben oder nächste Runde besser machen. Wir gehen jetzt hier oben, also wieder auch hier weit gefächerte Verteidigung tatsächlich. Man zieht sich aber schneller zurück, als man das eigentlich sonst sehen würde. Man ist jetzt in Waiting, in Office halt schon unterwegs. Toxic Babe hält sich hier so ein ganz kleines bisschen selber. Ist immer gut, wenn es niemand anders macht, dann selber machen. Gingy mit dem Headshot gegen Oro. Und damit wieder ein Heartbreacher früh raus. Triplet ist jetzt injured. Das Kill wird secured von Matze. Stark gespielt von ihm. Und damit 2-5 Situation relativ früh tatsächlich. Oh. Schönes Brett von Terminator da an Gingy. Und genau dafür ist die Kalia da. Und dafür nimmst du die Kalia hier eben auch mit, damit du gerade so Goyo auf Long Range eben gegenbieten kannst und da auch den direkten Kill machen kannst. Toxic Back und Kali sind jetzt hier die Last Man Standings. Beide wollen jetzt über Kontrolle nochmal aufbauen. Hier ist auch ein bisschen schon gebleached von der Hibana von vorhin. Aber es ist ein bisschen, also da wird man nicht durchkommen, weil da eben die Mitte nicht komplett reinforced ist. Ich glaube, Toxic Bake droht auch gerade nochmal, damit sie sich nochmal ein paar, oder damit beide sich da nochmal ein paar Informationen rausholen können, wo denn das Positioning von den letzten Verteidigern ist. Es sollte aber klar sein, dass mindestens hinten ein Bunker einer ist, oder mindestens zwei sogar, dieses Long halten werden. Damit ist auch Terminator raus, also die Kali. Der einzige Long-Engel, der noch übrig war, aber Termite heißt nicht umsonst auch Fragmite und Toxic Babe zeigt das eben hier, dass Termite auch sehr gut tracken kann, aber Ice hat dann letztendlich als letzte Instanz was dagegen und das ist der Anschluss für Carnivora auf dieser Map. Und da muss ich sagen, eigentlich eine gute Attack von Experience, weil man sich eben auch gesplittet hat. Natürlich der Opening-Frag von Simple, dass er da gefragt wurde und die Valkyrie belohnt wurde von Pitts. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber Triple zum Beispiel, der zwar nicht über die Windows, was wir vorhin gesagt haben, angegriffen hat, aber von unten halt den Entry genommen hat und von unten Stress machen wollte, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Hauptsache, einen anderen Punkt suchen, wo du eben Stress machen kannst. Aber letztendlich ist es nicht von Erfolg gekriegt gewesen, weil deine Teammates dann umgeschossen wurden. Guter Versuch auf jeden Fall, trotzdem halt super wichtige Runde, natürlich auch für Carnivora. Du sagst es, sie schließen so ein ganz kleines bisschen auf, es steht jetzt hier 3-4 und man hat immer noch die Verteidigung auf der eigenen Seite. Man geht jetzt in Initiation und Office und das ist immer so, eigentlich ist es dieselbe Site im Prinzip. Also du spielst es immer sehr, sehr ähnlich da oben, du versuchst hier, also bei beiden Sites versuchst du Office und Initiation zu halten, aber eben auch Bunker und Kids, also manchmal sieht man sogar bei Teams, die genau dieselben Strategien, nur dass sie halt die Wände so ein ganz kleines bisschen anders setzen. Ja. Wir sehen auch hier von Seiten Carnivora, es ist wieder ein Goyo mit dabei. Valkyrie diesmal keine. Smoke für Lucy. Also ähnliches Lineup zumindest in manchen Belangen, aber wendetechnisch und auch Utility-technisch ist es halt eigentlich sehr ähnlich. Du versuchst die Leute so früh wie möglich Richtung Cashback nicht schon aufzuhalten. Du versuchst sie auch so früh wie möglich Richtung Café schon aufzuhalten. Und auch hier die Rotations, die wir sehen und so, sind auch oft ähnlich. Man sieht das zwar, dass die Leute gerade bei, wenn sie von Cash zurückrotieren, dass sie die Wände irgendwie noch zuziehen oder sowas. Das sieht man, wenn man in Office spielt, jetzt nicht unbedingt oft. Aber nichtsdestotrotz spielt sich das sehr, sehr ähnlich. Und Carnivora hat hier ja gerade schon gezeigt, dass sie das definitiv können. Und Experience muss hier einen Lösungsansatz finden, der besser funktioniert als der letzte. Sie haben es irgendwie so ein bisschen in den Gunfights verloren, meiner Meinung nach. Also so strategisch fand ich jetzt nicht, dass sie große Fehler gemacht haben, die in die Runde gekostet haben, sondern man hat hier halt einfach irgendwie die ganze Zeit Gunfights verloren. Und das kann gerne auch mal passieren. Beide Teams sind hier natürlich, was das Gunplay angeht, gleich auf und dann darf das gerne mal passieren. So, Control Hedge. Terminator ist hier unterwegs, droht das Ganze dann nochmal aus. Man hat dann den Smoke gegen sich gehabt, der da ganz sneaky versucht hat, an der Door Top Dragon irgendwie überdrohen zu werden und jemandem in den Rücken zu fallen. Rotiert dann aber klugerweise zurück hinter das Schild. Kann auch ein bisschen Damage an Thermite verursachen in der Zwischenzeit, aber Triplet mit dem Opening Kill gegen Ice. Es ist immer irgendwie Triplet, ne? Also der macht da super viel Arbeit, auch jetzt in der Office. Er hat in der Defense schon als Jäger relativ viel gemacht. Terminator holt jetzt hier das Goyo-Shield raus, ist es wahrscheinlich. Und ich dachte auch, dass da eine ADS wäre, weil letzte Runde war da eins, aber diesmal irgendwie scheinbar nicht. Und damit die Position von dem Smoke natürlich erstmal ein bisschen kaputt gemacht. Der muss jetzt rotieren an diese Wand. Und da er sich dahin rotiert hat, muss er da auch wieder weg, weil das wird gerade gebreached. Guter Call von ihm. Re-peakt dann nochmal, verliert den Gunfight gegen die Kali. Den verlierst du, wenn du da re-peakst tatsächlich, weil sie die Ecke einfach abnimmt. Abaimt. Oro dann mit dem Kill gegen Gingy.
Schönes Ding hier noch. Injured tatsächlich. Terminator kann den nächsten hier rausholen. Matze damit injured. Und damit ist es theoretisch nur noch Casual, der hier gegen 5 Spieler spielt. Und ich muss sagen, so wie Terminator die Kali hier auch ausspielt, das ist wirklich sehr gut. Und auch sehr gut ist dieser Backstep hier von It's Me Casual, der hier nochmal ordentlich dezimieren konnte, aber auf der anderen Seite ist halt Tripled immer noch dabei, der schon auf dem Spot oder beziehungsweise am Spot dran ist und sich damit auch noch, ich glaube, Pitz war das gerade, den er sich da rausgenommen hat, damit ist It's Me Casual alleine, kann sich aber auch den dritten jetzt rausnehmen, der Backstep kommt vielleicht ein bisschen zu spät. Er hat aber den Diffuser bei sich, das heißt, sowohl Simple als wie auch Terminator müssen zu ihm kommen oder halt auf Kill gehen, aber Terminator mit einem ultralangen Engel und gegen eine es ist einfach ätzend, wenn du dann weißt, dass da eine Kali ist, die dich die ganze Zeit gegenpiekt. Das heißt, du kannst nicht so aggressiv gegenpieken, als wie wahrscheinlich gegen normale Operator. Wenn er jetzt noch Simple rauskriegt, dann kann er sich eine gute Situation machen, aber Simple hat den Diffuser und der wird jetzt gleich auf Plant gehen. Und da muss er aufpassen, denn da ist Kali eigentlich viel besser im Vorteil und kriegt nämlich auf das Brett. Und das müsste der Quad-Kill gewesen sein, glaube ich, für Terminator. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, ich finde es super, wie Terminator. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? Als Bandit mit einem Holo sitzt du da so in so einer kleinen Ecke und versuchst einen Pixel zu sehen, aber als Kali mit ja, 12-fach Vergrößerung, da siehst du eben schneller, wenn sich da so eine kleine Jacke mal eben ans Fenster bewegt. Und das, was wir mal von Matze gesehen hatten, auf Glass, mit dem wirklich fantastischen Play, was er da geleistet hat, das sehen wir auch gerade hier von Terminator auf Kali. Also er spielt die Kali wirklich sehr, sehr gut aus und kriegt auch sehr gute Text damit durch. Ja, und ich finde es immer wieder schön, jemanden zu sehen, der eine Kali gut nutzt, weil sie ist nun mal einfach nicht, wie sage ich das jetzt, also sie ist ein starker Operator, aber passt halt aufgrund ihrer Waffe nicht ganz so gut in diese ganze Rainbow Six Siege-Geschichte rein. Also ist für viele Spieler einfach sehr schwer mit ihr warm zu werden. Und deshalb sieht man es auch bei einem Thatcher-Bann relativ selten, obwohl es ja eigentlich die erste Alternative wäre, zu sagen, hey, wir haben einen Thatcher, ist gebannt, wir nehmen eine Kali mit. Und deswegen ist ein Spieler, der mit Kali sehr gut umgehen kann, für ein Team auch eine wirkliche Bereicherung. Ja. Also wer diese Waffe gut spielen kann, weil du bringst dann halt einfach wirklich viel Utility mit. Und das funktioniert hier für Experience gerade sehr, sehr gut, auch wenn sie sich nicht besonders vielen Breaches gegenüberstehen, weil Carnivora das hier sehr offen verteidigt, viele Rotations eben zwischen den Sites, aber das sehen wir halt oben relativ häufig. Das heißt, aber gerade für die Schilder und so weiter funktionieren die Kali Charges trotzdem immer noch. Eben. Und damit, jetzt mit dieser Runde hat sich Experience dann ja nochmal schön abgesetzt, 3-5. Und man geht nach unten. Und das ist jetzt so eine Sache, bei einem Thatcher-Bun und einem Ace-Bun und jetzt frage ich mich, was hat Terminator jetzt für einen Impact, diese Runde? Weil er halt eben diesen Breach-Deny entfernen kann und so weiter. Also wenn er das ihnen jetzt ermöglicht, halt schneller auf Throne anzuspielen, dann, ich meine, er macht aber genug Frags als Kali, also das kann er ja definitiv. Wir haben kein Breach-Deny. Sie haben gar kein Breach-Deny mitgenommen. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch gerade. Ich habe auch gerade geguckt, okay, wen haben sie denn, Mute oder Bandit? Musste erkennen, da gibt ist gar keiner mit bei. Was es natürlich dann wieder XP einfacher macht, wenn du den Breach-Deny nicht hast. Und da trippelt mit dem richtigen, also wenn nicht anders als Querverweis, mit dem Brett sowas von ins Gesicht an Pitz mit dem Opening Frag. Und er hat auch nur wenig Schaden davon getragen. Und Legion so früh rauszunehmen, Millie. Das ist so gut, weil er hat wahrscheinlich maximal 3 Traps, aber wahrscheinlich eher 2 Traps gelegt. Und das eine Trap ist jetzt auch schon raus, man hat gerade gesehen, irgendjemand ist da gerade in die Trap reingegangen, ich glaube, das war Simple. Und damit haben sie jetzt auch sehr früh sehr viel Area freigemacht, weil sie sich jetzt eben bis Office und so vorarbeiten können, um direkt schnell vertikal anzuspielen, weil eben der ein Operator der Legion oben auch schon raus ist. Du willst nicht, dass dir das passiert. Wallbangs, so Prefire, ich meine, solche Situationen werden oft von Spielern bespielt, deswegen sieht man halt auch oft der Prefire und wenn es dann erfolgreich ist, dann ist es umso ärgerlicher als Verteidiger, wenn du da verlierst. In der Zwischenzeit, Matze frisst hier einiges an Damage, wird das schön ausgedroht, kann seine Utility nicht optimal nutzen und sich vor den Drohnen verstecken, weshalb Experience ganz genau weiß, wo sie ihn zu suchen haben. Prefire kommt raus und er frisst auch ordentlich, hat noch ein bisschen mehr als 50 HP und ist gezwungen, den Topfloor zu verlassen. Und jetzt hat Experience natürlich die Situation, dass sie von oben nach unten anspielen können. Sie können dann natürlich relativ viel machen erstmal. Also man kann natürlich jetzt Office komplett aufmachen und sich langsam Richtung Yellow Stairs aufbauen. Man hat aber noch genug Zeit, um von oben einfach auch mal zu gucken, was die Möglichkeiten sind. Und das passiert jetzt gerade, was hier gerade schon mal passiert ist, dass man so viel Boden wie möglich aufmacht. Das heißt, man zwingt auch erstmal Verteidiger zur Rotation. In solchen Rotationsaktionen kann gerne mal von der Außen irgendwas abgeaimt werden und auch mal ein Kill fallen vielleicht.
Und das ist natürlich für Carnivora sehr viel Druck, der sie auf sie ausgeübt wird. Matze jetzt in Barrels, verrät sich ein ganz kleines bisschen, weil er versucht, da Uro rauszunehmen, der gerade die Arcade-Stats runterrotiert. Und damit ist seine Position mehr oder weniger bekannt. Die Ash breacht jetzt auch Richtung Barrels. Und Matze kriegt jetzt von allen Seiten Druck. Hat noch ein bisschen mehr als 25 HP. Weiß natürlich auch, dass von 90 aus bespielt wird. Das heißt, auch da kommt die Prefire raus. Schöner Versuch da. Fällt aber dann leider, weil er von zwei Seiten gepiekt wird. Gut gemacht an der Seite von Experience, die das hier absolut solide runterspielen, ihre Informationen nutzen, um halt eben die Verteidiger rauszunehmen. So, jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt aber beeilen, ne? Ja klar, es sind noch 15 Sekunden zu spielen und jetzt wird es nochmal interessant. Man hat eben versucht, nicht auf Breach Unite zu spielen, sondern auf Contact-Granaten und die Breaches gehen trotzdem auf. Casual mit dem Kill gegen Toxist, Triplet und Simple mit dem Kill gegen Ginger und Casual. Und damit ist nur noch Eis übrig, der gegen Triplet fällt und damit die nächste Runde für Experience. Und damit, wenn ich mich nicht recht irre, Matchpoint. Matchpoint, korrekt. Wir sind im Matchpoint. Und ich muss dir sagen, alleine durch diese Runde absolut verdient der Matchpoint. Denn was ich gut finde bei der Attack von Experience, sie machen genau das, was wir vorhin gesagt haben, was wichtig auf dieser Map ist. Nicht eine Seite machen. Erinnere dich an Carnivora, wo du über eine Hedge droppen musstest und immer wieder quasi in die Läufe reingedroppt bist. Hier, Experience droht sich oben die Top-Area, nimmt sich auch früh den Opening-Frag raus, geht mit Tempo ran. Geht auch schnell in die wichtigen Areas, spielt dann vertikal gegen, lässt sich dabei natürlich auch ein bisschen Zeit, aber man geht dann nach unten und versucht dann nicht die Bottlenecks zu clearen, sondern immer noch zu breachen. Natürlich hat Matze auch gerade eben in Barrel noch sehr viel Zeit gekostet, den musste man jetzt schnell ziehen, damit man da breachen konnte, aber man hat sich dann sowohl Barrels gebreached, als wie eben auch Yellow und hatte sich so nochmal zusätzlich so viele Engel aufgemacht, dass die Verteidiger, die on-spot sind, nach oben gucken müssen, wo immer noch die Löcher sind, nach Yellow zum Breach gucken müssen, nach Barrel zum Breach gucken müssen und eben auch noch zur Hedge und zum T-Split oder vielleicht sogar zur Dragon Door, da kann ja auch nochmal einer hinrotiert sein. Und so viele Engel, die du dann den Verteidigern gibst und wo du dann aber weißt, okay, die werden nicht an so vielen verschiedenen Spots spielen, weil eben oben auch auf ist, du machst dir das Leben dadurch einfach leichter und so kannst du einfach den Spot dann auch rushen, clearen. Ärgerlich war natürlich in dem Fall, dass der Diffuser am Yellow Breach war, dass der da verloren ging. Das hätte natürlich auch nochmal ins Auge gehen können, dass der da jetzt nicht zum Beispiel bei Barrel oder so war, weil da hätte man auch viel besser breachen können. Aber die Runde war sehr souverän, sehr smart und sehr clear von XP runtergespielt. Zwar vielleicht ein bisschen knapp von der Zeit her am Ende, aber grundlegend vom Aufbau und von der ganzen Art und Weise, wie sie sich auch die Zeit genommen haben, um den Breach zu setzen. Sehr, sehr gut. Also bisher ein Matchpoint zurecht. Carnivora muss jetzt hier einiges auffahren, auch wenn sie in der Defense sind und eigentlich die leichtere Position haben, um hier noch zu gewinnen. Und übrigens, nach oben können sie nicht mehr rutschen, denn sie hätten ja 7-5 gewinnen müssen, um die nötigen Punkte zu holen. Also das ist schon mal nicht mehr möglich. Ja, einiges an Möglichkeiten, die hier noch, also natürlich ist hier nichts verloren. Carnivora kann hier alles machen, sie haben so ein bisschen die bessere Position, weil sie halt in der Verteidigung spielen können, aber nichtsdestotrotz macht Experience es einfach auch gerade irgendwie ein bisschen zu gut, finde ich. Ja. Also, es ist, sie zeigen hier ein absolut solides Gameplay, nutzen ihre Utility sehr schön, drücken Carnivora immer so ein ganz kleines bisschen zurück und ja, haben einfach so ein bisschen dieses bisschen mehr Druck auf der Uhr, was halt eben zum Beispiel bei Carnivora in der Attack gefehlt hat. In der Zwischenzeit Matze mit dem Opening gegen Oro, damit wieder ein Heartbreacher raus. Wir haben heute schon mal angemerkt, jeder Heartbreacher, der dir hier früh fällt, ist für dich super wichtig. Natürlich haben wir den Toxic Pape noch dabei, der als Thermite natürlich noch einiges an Wänden aufmachen kann, aber die Hibana macht das ja auf Distanz und als Thermite ist es immer, in dem Moment, in dem du anliegst, bist du immer verwundbar. Und da komme ich nochmal übrigens auf das Thema Ying zurück, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben. Wenn man eine Ying oder eben der Kapitau, wenn man einen von beiden gepickt heute hätte, und zwar ein bisschen öfter, die haben auch ein Heartbreach-Gadget mit. Damit hätte man noch eine Option mehr. Nicht nur, weil der Jäger oder in dem Fall der Wamai raus ist, sondern hätte immer noch, man beschneidet sich auch selber ein bisschen an den Optionen. Ich meine, aktuell braucht Experience es nicht, weil sie 6-3 führen. Der Erfolg gibt ihnen recht. Aber man könnte halt, ne? Also das, was du vorhin auch meintest, dass so bestimmte Sachen sind bei manchen Teams und Spielern noch nicht angekommen. Muss auch nicht, solange es läuft. Aber man sollte über solche Sachen eben auch nachdenken. Und das Heartbreach-Gadget ist wirklich stark. Es ist auf Operatoren, die auch viel Utility mitbringen. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel Capitao, der mit seinen Brandpfeilen und seinen Smokes natürlich super viel machen kann. Unglaublich heftiges Brett von Pitz hier gegen Simple, die sich so ein bisschen gegenseitig versucht haben, wegzutappen. Und dann hat die Valkyrie hier die Initiative ergriffen und einen richtig schönen Kill gegen Simple Elite rausgenommen. Damit der Sledge weg. Der vertikal von oben nach unten spielen wir jetzt erstmal nicht, aber natürlich die Granaten. Ärgerlich, die zu verlieren. Terminator und Thermite. Jetzt an der Wall Richtung B-Bomb. Da ändert man sich auch schön gegenseitig ab und ermöglicht es halt jetzt einfach mal zu breachen. Das heißt, die
Wand ist jetzt erstmal auf Richtung Initiation. Triple in der Zwischenzeit mit dem Kill gegen Ice. Damit auch die Melusi weg. Gadget liegt natürlich schon. Matze jetzt mit dem Double Kill inzwischen. Kann jetzt Triple rausnehmen. Und starke Position, die er da Top Yellow hat, wird natürlich an seine Teammates jetzt auch weitergegeben oder an die Teammates, die noch übrig sind. Und das ist eine Position, da wird er halt auch weiterhin gefährlich bleiben. Casual mit dem Kill gegen Toxic Bake. Schöner Flick von Timinator. Der macht heute ein gutes Spiel gegen Casual. Und damit ist er alleine gegen zwei. Rotiert einmal Richtung Waiting, weil er weiß, dass der Jäger da steht. Verliert aber den Gunfight und damit gewinnt Carnivora die nächste Runde. Runde 10 für Carnivora. Ja, das ist eine ganz wichtige Runde für Carnivora, weil du musst dir auch wieder Selbstvertrauen tanken. Ne? XP hat jetzt so viele Runden in Folgen gewonnen. Ich glaube, alle drei Attacks, die sie jetzt hatten, hatten sie auch gewonnen. Zwei. Es stand ja 2-4. Auf jeden Fall, oder beziehungsweise haben die Attacks so souverän runtergespielt und Carnivora hatte, wenn dann so ein bisschen noch mit Timelag gewonnen. Aber diese Runde haben sie sehr souverän runtergespielt und das ist wichtig für Carnivora, denn sie müssen sich dieses Selbstvertrauen eben hier tanken, um noch auf ein 6-6 zu kommen. Und das sind noch zwei schwere Runden, weil XP zeigt eben, wie attackstark sie sind und das wird nicht geschenkt. Und Carnivora weiß ganz genau, wir müssen jetzt noch mindestens zwei Runden komplett konzentriert sein, um in eine Overtime zu kommen. Und danach müssen wir mindestens noch einmal gegen sie in der Attack spielen und nochmal 100% konzentriert sein. Auf dem Spot Arm Return ist es auf jeden Fall möglich. Wir haben wieder keinen Breach Deny. Doch der Kite, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wäre dann aber der einzige Breach Deny, der noch damit bei ist. Der wird aber dann ziemlich schwer rauszuspielen. Ja, Kite ist damit bei. Den müsste man dann von oben wahrscheinlich rausnehmen, da der Thatcher eben gebannt ist. Oder eben durch Nades dazu bringen, die KI-Claw quasi kaputt zu machen. Da wird aber wahrscheinlich an jeder Wand noch ein Jäger-EDS stehen, der das eben abfangt. Also da muss man jetzt mit sehr viel Utility arbeiten. Ob vertikal oder eben durch Utility, um die KI-Claws darauf zu nehmen, wenn sie wieder so breachen wollen, wie sie es vorhin getan haben. Contact-Granaten sind aber auch auf Seiten Carnivora noch da. Das heißt, die Strategie, die sie eben gefahren sind, zu sagen, hey, wir versuchen das Ganze über Contact-Granaten so ein bisschen zu verhindern, dass man hier Wände aufmacht. Die Option haben sie zumindest, aber es ist wirklich auch in Ordnung, irgendwie da unten noch jemanden mitzunehmen, der halt irgendwie versucht, die Wände zuzuhalten. Und KI ist dafür, wie wir das schon oft gesagt haben, oder wie es ist nun mal einfach so, ist dafür ein wirklich starker Operator, weil man die Dinge halt einfach an den letzten Ecken verstecken kann. Und zum Beispiel bei Yellow kann man sie ja da geht die Wand nach den Wänden, geht ja nochmal so kurz so ein bisschen nach innen, da kann man die auch hinwerfen, dann kriegst du die mit einer Granate von so einfach auch erstmal nicht weg. Ja. Das heißt, die Möglichkeiten sind hier wirklich, wirklich vielseitig für Carnivora, die Wände zuzuhalten mit einem Kaid. Und deshalb ist das eine gute Adaption auf die letzte Runde, weil das wurde gegen Ende einfach nochmal gefährlich. Triplet in der Zwischenzeit wieder in Cash, versucht hier so ein paar Sprays wieder durch die Wände zu machen. Er ist eben erfolgreich gewesen, also warum das Ganze nicht sowieso nochmal probieren. Das ist genauso wie das Trophy Entrance Window auf Villa. Das kann man einfach mal machen, weil man da bewegt sich jemand. Oro in der Zwischenzeit mit dem Opening Kill gegen Matze, der eben eine sehr, sehr starke Runde gemacht hat, damit der Jäger raus. Und ein Spieler, der auch heute gut performt. Also starker Opening hier für Experience, die auch weiter anschließen mit dem nächsten Kill gegen Gingy. Und das ist jetzt für Carnivora eine Situation, da schlottern dir die Knie so ein ganz kleines bisschen. 3-5 Situation, Matchpoint, 4-6, also da, es ist relativ früh in der Runde, man hat erst 1:15 hinter sich und man hat schon zwei Leute verloren und unter anderem auch den Breach Deny. Ich gehe mal davon aus, dass der natürlich seine Utility schon versucht hat zu nutzen. Nichtsdestotrotz verliert man hier einen starken Operator, potenziell sogar mit einem C4. Also gute Runde bisher für Experience, weniger gut für Carnivora. Aber man sieht hier, Pitts versucht halt irgendwie Druck aufzubauen. Seine Position ist bekannt. Zumindest vermutet man, dass er Richtung Lab oder Storage sich bewegt. Ist jetzt vor Badezimmer, reißt die Tür ein, das hört Triplet auf der Ash, weiß die Position natürlich ganz genau, versucht hier irgendwie zu prefiren und den Kill zu securen. Aber jetzt ist halt die Frage, Pitts, was kannst du noch tun? Natürlich im besten Fall so viele Kills wie möglich raus und schöner Headshot gegen Oro da. Ja. Besser kann man es nicht machen eigentlich. Wenn er jetzt noch Zeit holt, dann macht er das gut. Ja, er hat gut noch Zeit rausgeholt. Und auch Oro damit rausgeholt. Damit ist auch der eine Hardbreacher weg und es ist wieder nur noch Toxic Bait übrig, die gleich breachen muss. Und als Termite, das geht nicht so schnell, dass du da jetzt sowohl Barrels als die auch Yellow breachen kannst. Ice mit einem sehr schönen C4 über die Wall rüber an Terminator. Damit ist auch die Kali raus und damit 3-2. Noch Icy ist noch übrig und It's Me Casual. Nein, It's Me Casual ist auch rausgenommen. Damit nur noch Eis übrig und XP könnte sich jetzt hier die Runde gleich closen. 30 Sekunden oder etwas weniger als 30 Sekunden noch auf der Uhr. Ice hier mit der wirklich schlechten Position hinten am Throne. Er weiß wahrscheinlich ganz genau, dass da der Diffuser down geht. Der ist jetzt auch, liegt auf dem Boden.
Soundsignal kommt auch raus. Das heißt, spätestens jetzt weiß Ice, dass er hier in einer 1v3-Situation Postplant ist und nur noch 40 Sekunden Zeit hat, um das für sein Team noch zu entscheiden und sich in die nächste Runde zu retten. Aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Erster Spieler ist in Dragon, das hat er gehört, weil der Stacheldraht da kaputt gegangen ist. Auch die Yellow Pings kommen raus. Das heißt, die Informationen auf den Spieler sind definitiv da. Die Frage ist, ob er darauf gut utilizen kann, weil er halt einfach, er steht on-site, hat so viele Engel gegen sich. Er versucht jetzt gegen den Dragon-Spieler zu pieken. Prefire wird rauskommen. Schöner Headshot hier gegen Trapman. Damit ist der erste Step getan. 16 Sekunden noch zu spielen. Toxic Babe hat gar nicht mehr so viel HP drauf. Er hört jetzt, dass jemand nach oben rotiert und das ist natürlich jetzt für ihn umso schlimmer, weil er eben gegen einen Spieler spielen muss, der oben ist und einer ist unten. Und da ist die Zeit abgelaufen. Das holt er nicht mehr nach Hause. Experience gewinnt hier mit einem sehr, sehr soliden Spiel, ja, oder mit einer sehr soliden Runde das Match und ja, verdienter Sieg für sie tatsächlich, finde ich. Und damit muss Carnivora dann in die Relegation reingehen und muss die Relegation spielen. Auch sehr ärgerlich natürlich, aber man muss sagen, wie gesagt, gerade diese Runde und auch die vorletzte Attack-Runde haben sie wirklich unglaublich stark gespielt und T-Pack ist eine gute Map für sie, die sie sehr gut gespielt haben. Auch mit der Varianz-Millie, dass sie eben auch mal andere Spots spielen, dass sie Drug Lab zweimal versucht haben, ja, und davon auch einmal gewonnen haben etc. Also sie trauen sich hier auf T-Pack halt auch ein bisschen was, so wie du schon gesagt hast, ne? Natürlich kann man immer so das runterspielen, was man auch so kennt. Gerade oben die beiden Top-Spots wird von den meisten Teams alles gleich gespielt. Man hat es bei G2 sich so ein bisschen abgeguckt, eben diese Long-Angle gespiegelt zu halten etc. Aber dass man unten eben Drug Lab spielt und es sich auch ein bisschen traut, vielleicht sich da auch noch ein bisschen selber Überlegungen gemacht hat, wie man das Ganze anspielen kann etc., ist sehr mutig von XP und Mut wird auch manchmal belohnt. Nichtsdestotrotz hat Carnivora sehr viele gute Runden gemacht, auch jetzt nicht diese, sondern die Runde davor. Hat nochmal eine gute Defense geleistet und kann gut dagegen anspielen, hat aber leider am Ende nicht gereicht, weil Experience einfach stärker aktuell auf dieser Map war und heute am Spieltag zumindest war. Sie haben sehr souverän und sehr solide gespielt. Ja, auch man merkt auch, dass sie definitiv wussten, was sie auf dieser Map zu tun haben. Das ist ja so eine Sache, wir haben am Anfang gesagt, es ist so ein bisschen ein Gamble von beiden Teams, natürlich am letzten Spieltag auf diese Map zu gehen, die so wenig gespielt worden ist im Verlauf der Saison, also deutlich weniger als andere Maps, weil man natürlich nicht weiß, was einen da erwartet, aber man kann halt eben auch mit ein bisschen Überraschung punkten und das hat hier für Experience heute definitiv besser geklappt. Ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, ich habe mich hier so ein bisschen zu einem kleinen Carnivora-Fanboy entwickelt, aber es ist natürlich, ich gönne hier jedem auf jeden Team Fall natürlich den Sieg und auch, also gerade am Ende der Saison möchte jeder natürlich nochmal präsentieren, was er auf dem Kasten hat. Und damit fettes GG auf jeden Fall an Experience.